Ja, bis jetzt haben wir Ruhe. Alle gut. Ich hab's euch gesagt. Ich hab nicht gelogen. Da sind sie. Also so langsam habe ich so die Befürchtung, es könnte nicht so gut gewesen sein. Sag mal, ist Villa repariert heim? Schnauze! Mach was! Es ist ein Massaker, im wahrsten Sinne des Wortes. Na gut, war da oben das Reparieren ist ein bisschen schwierig, da komme ich mich nicht ran. Ja, und damit hallo und herzlich willkommen zurück zu 7 Days to Die mit mir in Kabin zu Hause und, sag mal, Schielig? Das hatten wir doch schon mal. Jetzt geht das schon wieder los. Ich hab das Spiel kaputt gemacht. Na, so weit aber auch. Gut, Licht behalten. Wie soll ich, Moment mal. Muss ich mal kurz mein Inventar leer machen. Was ist denn nun los? Spiel. So ist das nicht geplant. Ich hatte ganz andere Sachen heute vorher, du Kackerspiel. Ich habe nämlich oben... Ey, ich habe aber dafür zwei Drohnen. Ich glaube nicht, dass sie mir folgen können. Ich habe nämlich schon die Solarpanel oben hingestellt. Die wollte ich mich jetzt mit euch anschließen. Und dann wollte ich Solarpanels kaufen gehen, weil wir haben ja irgendwie Geld und, naja, gut. Das schmeißt uns jetzt ein kleines Stück zurück, aber nicht ganz. Aber bei so Batterie hier drin. Ist nicht so schlimm. Dann brauche ich das nochmal. Und ich muss auch nochmal ganz schnell. Genau. Ich muss Spikes herstellen, denn wir haben ja hier bloß 18 Stück. Und das ist ein bisschen wenig. Das heißt, knacken muss es. Also, lass es knacken. Oh. Mal sieht das nochmal rein. Dann produziert noch ein paar Eisenbarren. Müsste eigentlich reichen. So, dann haben wir hier noch ein paar. Dann holen wir da die Munition raus. Oh, nee, Moment mal, dann hole ich die da raus und dann muss ich das hier erstmal kurz beenden. Bikes sind wichtig. Ist unser erster Hut. Genau. Ich würde sagen, wir haben Besuch. Scheint wohl bloß eine Schreierin gewesen zu sein. Ich hoffe es. So. 119 Spikes. Achso, durch die Mod werden die auch günstiger oder was? Gut, wir hatten 400 Eisen gehabt. Nee, das kann schon hinhauen. Ach, was weiß ich. Ich nehme das einfach erstmal hin. So, dann stell ich hier erstmal die restliche Munition. Nee. Nicht falsch drücken. Wäre fatal. Pam fatal werdet ihr. So, und schmeiße ich das schon mal rein. Oh, Alter, ist das viel. Also, für meine Verhältnisse. Wird aber nicht lange halten. Dann brauche ich nochmal eine Batteriebank. Die kommt nämlich unten hin und dann brauche ich Batterien natürlich dazu. Dreier und dann drei blaue. Das wird heute unsere Arbeit sein. Wir werden heute die ganzen Händler nochmal abklappern. Dann werde ich auch nochmal mitnehmen. Brauche ja auch noch Benzin für unser Gefährt. Gut, also, ich habe jetzt hier über uns die Solarpanel hingestellt. Das heißt, ich muss jetzt erstmal hier bis runterziehen. So. Ja, Schalter brauche ich eigentlich gar nicht. Nee, die brauche ich nicht. Okay, also. Dann hänge ich mal hier so ein Ding hin. Ja, gut. Hier ist, unter uns ist ja der Raum. Ich habe das jetzt so gemacht. Ich wollte eigentlich erst die Leiter außen rum machen. Funktioniert aber nicht. Wie gesagt, im E-Block. Deswegen. Gut, also. Schalt mal das Ding an. Und es zirpt. Das kann ja was werden. So. Da eben anschließen. Ja. Das ist sehr, sehr gut. Das habe ich richtig geil gemacht. Das funktioniert wieder alle. Das ist wieder gut. Ich bin leicht über Ziel hinausgeschossen. Hey, Droni. Na du? Hast du die gesehen? Hast du auf Kamera? Toll. Toll ist das. Aber ich habe mir in die Haxen gebrochen. Ist ja schon mal schön. Ich wollte euch bloß zeigen, wie man es nicht macht. Verdammt. Verdammt. Kann ich hier nochmal hoch? Na gut. Mit Rückschlägen muss man hier rechnen. So, jetzt bitte nicht überziehen, auch stoßen. Nochmal.
anknipsern. Zack, bums. Da immer ran. So. Hier hast du die Rundung dran. Na gut, kann ich ja hier ran machen. Muss ja nicht direkt da unter sein. Passt, Magnet hat Luft. So, na dann komm mal her. So. Und das müsste denn eigentlich reichen, oder? Ich stelle erstmal unten die Batterie hin. Die Batteriebank. Weiß ich, die Batterien drin und dann klicken wir weiter. Ich würde mal sagen, das reicht. So. Ich weiß aber nicht. Sollte ich die jetzt schon denn anklemmen? Stromtechnischerweise? Gut, wir haben jetzt 8 Uhr. Zeittechnischerweise müsste das reichen. Ach, weißt du was? Wir probieren das einfach mal aus. So, lila und blau. Wird später geändert. Aber eben halt jetzt nicht, weil ich nicht habe. So. Knips. Das ist so weit. Passt nicht. Passt nicht. Warum passt das nicht? Ich habe gedacht, das passt. Dann setze ich das noch ein Stück runter. Das muss ja funktionieren. Dann setze ich das hier hin. Genau. Genau, so machen wir das. Und schon wieder ein bisschen gespart. Naja. Dann bauen wir das mal ab. Aber dann müsste doch genügen. So. Probier nicht über studieren. Zack. Und das hier so. Von mir aus. Nee, funktioniert nicht. Dann machen wir das so. Naja, gut. Das einzige Problem, wenn jetzt ein Kotzer von der Seite drin kotzen tut, dann habe ich natürlich ein Problem. Ah, siehst du, funktioniert doch. Und das muss nämlich jetzt daran. Müsste hier Saft drin kommen? Glaube ich. Wir werden das sehen. Wenn nicht, dann muss ich die reparieren. Und du kannst dann erstmal aus. Vor allen Dingen bin ich gespannt, ob das denn mit dem Strom reichen tut. Also, ja, wenn nicht, dann muss ich das dem Teil nochmal anklemmen. Ist ja nicht ein Problem. Kann ich ja ausweichen. So, das heißt, ich werde jetzt erstmal mein Inventar leer machen. Dann werden wir ganz viel Geld einpacken. Also alles, was geht. Und ich würde mal sagen, dann klappern wir die Händler ab. Ich glaube, das ist eine gute Idee. Und dann mehr Strom. Der kann auch eigentlich auch hier hin. Mehr Strom ist immer gut. Und dann geht irgendwann eine große Rambazamba los. Ach, das wird schön. Schön wird das schön doof. Naja, gut, schauen wir mal, wa? So, das lasse ich. Muss darin. Brauche ich jetzt nicht. Brauche ich jetzt nicht. So. Okay. So. Das dauert allzu lange. Wisst ihr was? Wir stellen das nochmal um. Also, heute mal. Und stellen die normale her, das geht schneller. Ich brauche es nicht morgen, ich brauche es ja heute. Gut. Ist ja nicht so schlimm. Hast ein bisschen Verlust. Aber wo ihr hobelt wird, fallen auch Späne. Dann ist es ebenfalls so. Geht mal davon aus, wenn wir zurückkommen, ist es fertig. Oder so halbwegs. So, die Spikes sind in der Mache. Dann muss ich bloß noch hinstellen. Aber auch das kriegen wir hin. So, wie sieht es hier aus? Munitionstechnischerweise? Ja. Okay. So. Nee, das ist zu früh. Das ist zu früh. Kabin. Hast du nie was vergessen? Zahlenderweise Kunde. Also, ohne Bezahlung ist da nichts. Kriegst du so ein Zeug nie. Was da haben wir jetzt. Warte mal, die Vitamine werde ich jetzt nie brauchen. Ich brauche Platz. So. Knifte brauche ich jetzt auch erstmal nicht. Erstmal. Nee, du bist eigentlich ja nicht da.
Ich kann dich ja auch gar nicht mal. Ich sieht mal kurz weg. Es tut mir leid. Sie hört nicht zu uns. Sie wollte, ist quasi ein Kuckuckskind. Sie wollte sie einfach in das gemachte Nest drin setzen. Und das können wir nicht, das geht nicht. Also wenn wir jeden hier aufnehmen, der vorbeikommt, tut und so, dann haben wir bald eine volle Hütte. Das kannst du nie machen. So, naja, gut. Dann hoffen wir, dass die Händler alle hier so eine Paneele haben. Eine Solarpanelze. So. Es wird ein weiter Weg. Er wird steinig und scheiße. Ich muss weg. Schreierin ist da. Ich hab's gehört. Was ich nie sehe, ist nie da. Oh. Gut, wir werden's rumsen hören. Wenn sie dran ist. So. Ja, ich glaube, da ist jemand gestorben. Oder ist gerade ihn an Sterben. Es so, Mädel. You didn't get bit, did you? Ja. Moment mal. Du hast eine Solarpanel. Yay. Nimm ich. Alter Falter. Bist du teuer? Aber es ist ja. Ist nicht gut. So, nächster Händler. Hier in der Nähe. Ist Jen Norodu. Alter, und die wird auch so eine verfeinerten Preise haben. Mann. Womit habe ich das verdient? Mit meinem Geld. Ist witzig. Los, auf! So, da bin ich auch wieder und ich bin ein Doddel. Ich sollte die ganze Reise auch mit Munition verbinden, ich Held. Mann. Wird zwar weniger Solarpanelze sein. Dadurch, aber gut, Munition zu haben ist auch nicht gerade zu verneinen. Gut. Also, heißt das erst eine Adam Riesle Munition kaufen? Und dann, wenn was übrig bleiben tut, dann kannst du auch noch Solarpanels kaufen. Droni, flüssigerweise sieht man die Kohle her. So. Immer Kohle, also immer Munition haben wir denn schon mal. Nicht eingesammelt von Jen. Wenn wir es schaffen können, wir, und wenn ich daran denke, kann ich das ja auf dem Weg zurück machen. Jojo, alles, was das war. Ist ja schon wieder diese Munition. Aber ich kann schon mal hier die 9mm mitnehmen. So, und dann. Ja, denn. Dann sehe ich erstmal. Also, Munition. Aber sonst sehe ich hier nichts. Oh, doch, ein Buch. Gut, dann machen wir auch nochmal eine Ausnahme. Nee, ich, wie gesagt, ich will Panzerbrechner holen. Alrighty then. Naja. Stay safe out there. Also, nee, du hast ja kein Panel gehabt. Sehe ich das richtig? So wie ich das sehe? Ja. Verdammt. Alle guten Dinge sind 12. Nee, hier sind bloß diese Granaten. Granaten. Ich hab auch gute gesehen, aber das war bloß ein Buch, ne? Ja. Gut, okay. Aber fertig. Hier waren schon mal keine Solarpanels. Ich bin schon lange raus und die quatscht weiter. Die quatscht und quatscht und quatscht. Kommt mir bekannt vor. So. Weiter geht's. Wir haben nicht so viel Zeit. Ihr sagt, ich schneidet für euch. Könnte aber trotzdem durchaus vorkommen, dass es heute eine längere Folge wird. So, da sind wir auch wieder. Ist schon wieder Kackwetter. Sobald ich bei ihm bin, zack, bums, zieht sich hier alle zu. Ja, gut. Ist ja erstmal egal. Hauptsache, der Rest stimmt. So. Gut. Eigentlich, wie gesagt, die Munition könnte ich ja trotzdem kaufen und dann auseinandernehmen jetzt. Es dauert so lang. So, na, erstmal kicken wir wegen Munition. Dann muss ich das eben halt erstmal so machen. Magnum. Hier mal. Sonst nicht. Ja doch. Bösen. Spitzen. Die Schoss. Spitzen sind es, ja. So, was hast du denn da? Ein Käfig. Sag mal, den habe ich doch schon gehabt.
Nee, ich habe das komplett gefunden. Nicht das Rezept, ich habe ja komplett und ich habe das ja schon eingesetzt. Okay. Gut, habe ich jetzt auch. Neun Millimeter. Give me. Danke, dö. Nimm ich. Danke, dö. Hier eine Solarpanne. Schlecht. Ja. Oh, Moment mal. Erstmal bitte und das gleich schon mal umarbeiten, dass das bloß nachher auseinandernehmen muss. Gut, also, Reinfall. Zack, Bums. Nächster. In kann. Ich hoffe, das wird besser. Ready for duty. Nein. So, wo muss ich denn jetzt lang? Da lang. Kehrtwende. So. Ziel erreicht. Hoffe, dass bei ihm nicht besser laufen tut. Und mir ist so nebenbei aufgefallen. Sag mal. Kommen die Bienen bloß in der Nacht raus? So. Ziel erreicht. Gut. Also. Ich hoffe, bei ihm waren die Solarpanel günstiger gewesen, glaube ich. Das glaube ich. Ich hoffe, er hat noch welche da. If you break it, you might. Ich will bloß eins. Dein Bestes. Also, Munition und so, ne? Nimm ich. Nimm ich. Wie gesagt, jeder Schuss kann zählen. Er wird da auch zählen. Wie? So, das kannst du nie auseinandernehmen. Das habe ich, wie gesagt, schon probiert. Naja, gut. So, die nehme ich jetzt auch mit. Weil ich will langsam denn eben halt putzenmäßig unterwegs, will ich gerne umsteigen auf Munition irgendwann mal. Da hier ist auch ein Buch. Ich sollte erstmal Platz machen. Für schöne neue Sachen. So, jetzt kann ich das Buch kaufen. Dann haben wir mich auch schon mal. Da. Das ist gelb. Wollen wir für gelb? Ja gut, ich weiß nicht, was ich kriege. Sag mal, kann ich die auseinandernehmen? Wenn sein muss. Ja, ich kann sie auseinandernehmen. Aber wer weiß, was ich dafür kriege. Gut, es war nicht das Beste. Naja, gut, ich war auch nicht so oft bei ihm. So. Ich hab mir noch nie doll noch bei ihm angestrengt, wohl. Ein so. Ab, na, alle Bobbe. Das sind eh 2 Meter. Bis gleich. Oh, hau ab. Mensch. Warum hab ich dich mitgenommen? So, da bin ich auch wieder. Also, wir haben unser Ziel fast erreicht. Jetzt muss ich mir bloß noch hier durchfriesen. Dann haben wir ja bloß noch 2 Händler. Ich hoffe, dass ich das alles so zusammenkriege, was ich haben will. Wahrscheinlich nicht. Aber dann ist es eben halt so. Gut, also. Vor allen Dingen bin ich gespannt, wie viele Kohlen übrig bleiben tut. Tut ein Täten. Bobbe! Ibims! Ich mach grad Vorbereitung, Korden technischerweise. Hast du Zeug da, was ich gebrauchen kann? How goes it? Alte Flachpfeife. Gut, jeder schon mal Munition, ist schon mal sehr, sehr gut. Nimm ich? Noch nicht mal wenig. Schon ein bisschen. Wie gesagt, die nehme ich dann auseinander. Oh, das ist gut. Gut. Nehme ich natürlich mit. Nehme ich auch mit. Schöne Ding. Solange ich mir das leisten kann, tu ich das. Tu ihn. So. Da ist nicht. Da ist Munition. Die nehmen wir natürlich. Und ist auch noch Munition. Und da haben wir eine 5er-Panel. So, was willst du haben? 55. Ja, nee.
ob ich die verkaufen kann ich sie ja nicht. Ach, schade. So, wie gesagt, Rezept auseinandernehmen. Silber. Wie gesagt, will diese Panzerbrechende nicht. Also, der hohe Spitzengeschosse macht völlig zu schnell die Klamotten kaputt. Die Knarren kaputt. Mensch. So. Gut. Haben wir den jetzt auch? Hier ist auch noch irgendwo einer. Den haben wir aber noch nicht. Nehmen wir eine olle Jolle im Zerstörten. Alter. Den hatte ich ja nicht mehr auf dem Schirm. Naja, gut. Was Mut. Aua. Scheiße. Ich hab den ersten Giant hier sehen. Aha. Hier im Zerstörten. Also sie laufen doch rum. Habe sie erreicht. Fubbeldi, du. Ich hab da hinten Giant gesehen. Also diese neuen großen Viecher, die ich installiert habe. Hab ich letztes Mal vergessen. Ich mach mal zu. Ich hab das bloß aus dem Augenwinkel gesehen. Und mir war vorhin schon so, als ob ich irgendwas gesehen hatte. Aber diesmal bin ich mir sicher. Aber das war kein Verstreiter. Das war bloß ein normaler. Das macht die Sache nicht besser. Howdy. Moins. Munition her und hast du nie gesehen. Ja, ist lange her. Nimm ich. Was denn noch? Brauche ich nicht. Nimm ich. Granaten. Gut, ich brauche zwar die Aufschlagzünder, aber was ich habe, habe ich. Was ich kriege, weiß ich nicht. So, zack, bums, nehme ich auch mit. So, jetzt kommen wir zu Solarpanels. Nee, erstmal Munition zum Auseinandernehmen. Nimm ich. Nehm alles. Was für eine Frage. Und hast du jetzt noch Solarpanels? Ja, da war auch bloß ein Dreier. Nimm ich nicht. Seht näher hin. Beleg nicht. Aber trotzdem danke. So. Rei nie so rum. Alter, zum Glück ist der mir nie in eine Pampa entgegengekommen. So, jetzt sind alle. Ich klingt doch so ein Villas wie 3 Meter. Naja, gut. Zeitüberbrückung bis zur Horde. So, wir haben unser Ziel erreicht. Also fast. Muss ich bloß noch kicken, wie. Am besten an den Händler rankommen. Ja, ist aber gut. Ja, es gab gerade eine kleine Schnitzelei zwischen Piepmetze und einem Schneezombie. Die sind tot, aber ich habe ein paar Katzen abgekriegt. Aber das ist alles in Ordnung. So. Lassen Sie uns mal rein. Ja, auch bloß, weil ich nie nachgeladen hatte. Ja, ich weiß, ich darf nicht rennen. Niemals Mühe. So, Hunger hat er auch. Warte mal, das kriegen wir hin. Oh. Ja, hier auch. Einer geht noch rein. Hey! So! Nickel ain't worth a dime anymore. Moins! Genau, nimm ich. Schneem alles. Oh, Schrutze nehme ich natürlich, wie gesagt, auch mit. Wie gesagt. Oh, Aufschlagzünder. Zack, bums, rin in Inventar. Mollys, yes. Give me, please. Magnum, naja, gut. Wie gesagt. Wird irgendwann mal auseinandergenommen. Ja, solange ich sie habe, habe ich sie. Wenn ich sie nicht habe, wird es mich stören. Oh. Gut, erstmal schauen, Solarpanels. Jetzt wird es nämlich. Naja, gut, hat er so oder so nicht. Okay. Munition habe ich jetzt auch nicht gesehen. Da habe ich. Nee, habe ich nicht gesehen.
wollte gerade sagen. Hast du richtig gesehen? Gut. Haben wir das auch durch. Time to move on. Ja, ja. Also, ab zum letzten... Das müsste der letzte sein, wa? Ja, der letzte Händler. Und dann nochmal bei Gen 1 hin. Munition. Und dann sind wir hier durch. Es hat nicht fast alles geklappt, wie ich das haben möchte. Die Kohle ist schon wieder fast weg. Ja, ja, ist ja gut. Ich laufe ja schon. Mach schon ein bisschen Tai Chi. Keine Panik. Hier ist noch ein bisschen Water. Kannst du Blut runterschlucken? Runterspülen. So, 15 Uhr. Passt. Nächst, wenn wir, dann müssen wir aber nach Hause, dann müssen wir halt aufstehen. Uns vorbereiten. Naja, gut. Wie gesagt, ist ja alles schon so weit fertig. Nur die Spikes müssen gepackt werden. So, da bin ich auch wieder. Ziel erreicht. Alter, bin ich mal quer über den Berg gefahren. Alter, ist das ein Kreuz gewesen. Ist ja ein schön hoch, das Ding gewesen. Naja, gut, aber dafür habe ich jetzt 2 Meter gespart dadurch. So, na denn. Gucken wir mal, was Jen noch hat. Also, munitionstechnischerweise. Ja, wie gesagt, am Anfang nicht gemacht, ja. Das bin ich ja mal gespannt. So. Kreuz ist weg. Ja. So. Also. Munition, seht doch schon mal. Für die Schrutze. Geschosshülsen. Nimm ich. La Granata. Kommt auch mit. Magnum kommt auch mit. Wie gesagt. Wenn ich das irgendwann nicht mehr brauche, dann wird das um mir wandelt. So einfach ist das da. So, hier habe ich hier noch ein bisschen Munition oder sowas in der Richtung. Nee. Nee. Thanks for the business. Gut. Stay safe, auf YouTube überleben. So. Also, ab nach Hause. Spike setzen. Munition herstellen. Und dann die Horde überleben. Das ist mein Plan. Bin gespannt, ob das so funktioniert. Ja, mal so. 2% sind wir ja bei uns sicher. Das habe ich auch noch nicht auf bewertet. Wollte ich machen, weil, wie gesagt, Wasser und so. Das ist kacke. Mach auf. Danke. Und rinne in der guten Stube. Juju, aber knapp. So. Wollen wir mal gleich, was die Batterie sagen tut. Hallo. Ich laufe noch. Schön für dich. So, und dann schmeißen wir oben die Panels noch rein. Es wird zwar jetzt nichts bringen. Aber was ich habe ich, was ich kriege, weiß ich nicht. Das ist falsch, Kabin. Da, diese Öffnung. Die ich übrigens auch wieder zumachen sollte. Also, spätestens heute. So, ausmachen. Rin, rin, rin. Zack, fertig. Passt, Wackelt hat Luft. Klappe zu, Affe tot. So, ich bin gespannt, wie lange das hält. Wird zwar wieder ein paar Kratzer kriegen, aber ich gehe mal davon aus, dass das überleben wird. Na gut, Leute. Dann werde ich mal jetzt schnell Munition und so herstellen, die Spikes hinstellen. Wir sehen uns gleich wieder, wenn die Horde losgehen tut. Und dann schauen wir mal, ob wir das überleben. Also, bis gleich. So, da bin ich auch wieder. Ich habe jetzt soweit alles, was mir möglich war, ein bisschen so vorbereitet. Munition und so. Es läuft. Es läuft langsam, aber es läuft. Ich muss eine Kleinigkeit hier stehen. Ich habe die Horde ein bisschen runtergedreht auf 33 Zombies. Denn ich weiß nicht, wie das sich mit unserem Mods-Vertrag tut. Ich befürchte das Schlimmste. Und bis jetzt lag ich damit fast mal richtig. Aber fast nur. Jetzt später, wenn es doch nicht so kommt, tut, wie ich denke. Ich rechne mich mit Bienen und dieser Riesenviecher. Weil ich sie nämlich letztes Mal gesehen habe. Vor kurzem noch.
im Zerstörten. Und das ist ein ganz, ganz böses Omen. Omen. Ich habe hier so einen kleinen Zombie-Parcours gebaut. Ich weiß nicht, ob die sich daran halten. Und wenn die Großen kommen sollten, ob überhaupt eine Rolle spielen tut. Ich glaube es mal eher nicht. Munition habe ich jetzt überall 10.000 drin. Wie sieht nicht. Könnte reichen. Muss nicht. Ein paar Sachen zum Reparieren habe ich auch noch hier. Ich habe so Befürchtung, dass die durchbrechen. Naja, gut. Wenn das so ist, dann ist es so. Dann muss ich hier unten... Dann ist das Verlust. Schade. Naja, sobald diese durchbrechen sollten, könnte ich ja die Munition rausnehmen. Wenigstens, dass ich die Munition rette. Und dann war halt die von hier oben weg. Nicht immer das Böse ist aus meinen Kabinen. Das ist ganz... Das bringt nichts. So, aber jetzt kommen wir erstmal zum Wichtigsten. Zur Game Stage. So, ich bin jetzt auf Level 176. Na, holy moly. Ist aber auch schon ganz schön. Ja, gut. Game Stage bin ich auf 262. Das heißt, heute wird richtig krachen, hoffe ich. Also, hoffen ist so eine Mischung zwischen hoffen und befürchten. Ich bin mir da noch nicht so ganz sicher. Gekillte Zombies 7218 und wie gesagt, 3 Tode. Ich rechne immer mit den schlimmsten. Könnte sein. Könnte aber auch nicht sein, dass heute was dazu kommt. Ja, wie gesagt, ich weiß nicht, ob das überhaupt was bringen tut. Schauen wir mal. Heute Test on. So, hier ist hier alle zu. Ich hoffe, dass sie da nichts gegen haben. Ja, ist unterklappt. Ich wollte gerade sagen. Wie das überhaupt runter? Hoch. Gezogen die Brücke. War mir da nicht so ganz sicher. Was sagen die Batterien denn überhaupt? Geh weg! Den Schuss bloß? Läuft ja. Es läuft ja. So, gut, ausgerichtet sind sie noch. Wie ihr seht, habe ich sie ein bisschen umgestellt gehabt. Ich ein bisschen mehr Beinfreiheit habe. Alter, 10.000. 10.000 Schuss. Na, wenn das mir reicht, ich weiß nicht. Naja, gut, wie gesagt. Es könnte sein, dass heute die Riesen kommen. Es kann aber auch sein, dass bloß Giants und Cops und all sowas kommen. Also das Übliche. Eieiei. Wenn ich das zumache, dann trifft der doch ja nie, oder? Ja, doch. Also geht schon vorbei. Wie gesagt, ich werde heute alt umklappen. Safety first. Kann nicht schaden. Naja, gut. Da bin ich mir noch nicht so ganz sicher. Ich habe mir so gedacht, ja, das Ding steht die ganze Zeit im Schrank rum. So könnte vielleicht wenigstens noch eine nützliche Dings haben. Ne? Also nutzen. Vielleicht da auch noch ihn hin. Tja. Es könnte so einfach sein. Ist es aber nicht. Oh. Hier habe ich alles repariert. Also fast. Wie gesagt. Repariere das lieber auch, wenn es bloß 1% ist. Es kann ja ein Giant oder sowas. Wie es. Komm! Denn bereue ich das, dass ich das nie repariert habe. Da seht ihr. Aber ein Knacks. Ja, gut. So, eine Minute. Was mache ich denn jetzt in der einen Minute? Ich würde sagen, cut. Ich cutte das mal kurz. Wir sehen uns gleich wieder, wenn die Horde losgehen tut. Also, bis gleich. So, naja, gut. Die letzten 4 Sekunden. Mal kann ich die. Na gut. Es funktioniert. Mal schauen, wie lange es noch funktioniert.
Aber wie gesagt, ich bin gespannt. Entweder sehen wir heute Neues oder es bleibt alle beim Alten. Na denn, zünden wir mal hier so die Planke ein bisschen an. Da kommt schon mal ein Feral. Da kommt noch ein Feral. Feralenerweise. Ja, bis jetzt haben wir Ruhe. Alle Dude. Da ist ein Feral. Ein Dämonischen so rum. Jetzt kriegen wir alle hin. Ich hab's euch gesagt. Ich hab nicht gelogen. Da sind sie. Ach du Scheißendreck. Und dann noch die ganz schlimm. Die ganzen Kacken, Drecken, Mistenviecher. Hoffentlich reicht das mit die Granaten. Ich weiß ja gar nicht, wie lange die brauchen. Das ist natürlich richtig geil. Warte mal. Ich mach das mal so. So. Er ist noch nie tot. Der stellt sich nur tot. Der kleine Penner. Alter, und dann gleich so viele. Gegen 1-2 hätte ich ja nicht gesagt, aber gleich so volle Möhre. Ein wenig Spaß muss sein. Ich mach mal ein bisschen Feuer rein. Seid doch anzünden, wa? Zup. Burn, burn, burn. Ich glaube, das stört ihn ja nicht. Granaten technischerweise ist... Oh, Alter. Alter! Die machen alle kaputt. Nicht so gut. Gehen sie mal weg. Also so langsam habe ich so die Befürchtung, es könnte nicht so gut gewesen sein. Habe ich so das Gefühl. Aber ich glaube, Munition bringt da ein bisschen mehr, wa? Gut, dann halte ich einfach mal so rin. Alter, und die Dämonischen mit dem Mank. Ja, nee, ist klar. Hä? Die Anzeige wollte gerade nicht so ganz. Gut, da muss ich jetzt durch. Ballermann und Söhne! Ballermann und Söhne! Ich sehe nichts. Oh, ich muss mal nachladen. Alter, was habe ich getan? Oh mein Gott, was habe ich getan? Es ist Apolypsenau. So ein bisschen. Oh, Alter, die sind fast runter. Die machen mal richtig Bambule. Also auf Dauer kann ich das nicht machen. So viele Munition habe ich gar nicht. Wenn die 1-2 mal kommen, dann ist es gut. Aber Dauerbedrohung ist es. Da brauche ich mehr Waffen. Mehr Waffengewalt. Ich habe so das Gefühl, wir werden heute sehr, sehr viel reparieren müssen. Bist du schon kaputt? Bist du kaputt? Hey, warten Sie mal. Ich muss das erstmal hier reparieren. Könnt ihr euch mal bitte drum kümmern? So ein ganz kleines bisschen. Ich bin nämlich hier gerade ein bisschen in Zugzwang. So ein ganz kleines bisschen. Ist aber nie so schlimm. Ich brauche quasi die Knarre, die ich jetzt habe, als die Schützturm. Sonst macht das hier keinen Sinn. Also und irgendwie mit 33 Zombies, also ich merke da keinen Unterschied. Ich bin mir ganz sicher, dass ich das umgeändert habe. Also zu 1%. Nee. Geh mal weg. Also Munition ist bei denen wohl besser. Ach, das war eine sehr, sehr gute Idee. Das habe ich mir ganz gut überlegt, dass ich das hier gemacht habe. Das ist ganz groß auf der To-Do-Liste. Ja.
Sag mal, ist Villa repariert heim? Schnauze! Mach wat! Achso, du kannst ja nichts. Du bist ja bloß eine Drohne. So. Schieß dir mal in den Puller, aber du hast ja keinen. So, schön Spiel, dass du eine Pause machst. Kann ich gut gebrauchen. Ich glaub mal, das war nicht so gut. Aber die Halterung. dieser Abstandhalter, das war ja nicht so eine dumme Idee. Wenn ich mir jetzt überlege, die wären jetzt jedes Mal da. Gleich sofort. Ah, jetzt habe ich ihn erwischt. Das ist sehr, sehr gut. Das freut mich. Geht doch mal weg. Meine Munition ist doch begrenzt. Es ist ein Massaker. Im wahrsten Sinne des Wortes. Nein. Verdammt. Sag mal, habt ihr sie noch alle? Ich muss doch die Kacke später reparieren. Ein bisschen Feuer. Aber irgendwie kommen die durchgehend, wa? Also, ist jetzt nicht so, dass ich 5 Sekunden Pause habe. Erstmal. Was habe ich mir dabei gedacht? Nichts. Das ist ja das Problem. Für 5 Sekunden habe ich gedacht, dass das eine gute Idee ist. Gut, ich lasse die Zombies so drinne. Ist mir eigentlich Wumpe. Weil ich muss erstmal gucken, wie lange die Base überleben tut. Danach richte ich dann die Zombie-Wellen. Weil wir wollen ja auch. Ein bisschen Stress ist ja schön und gut. Aber muss es nicht übertreiben. Also quasi wie ich es jetzt mache. So, geht mal kurz bitte zur Seite. Ich muss mal kurz hier, wenn es möglich ist, auch mal so mit Wasser die ganze Chose hier reparieren. Alter, zum Glück habe ich noch Eisen hergestellt gehabt. So, Knifte, Mann und Söhne, alter Falter. Es wird hier ganz schön voll. Hey. Schnauze! Ich sehe doch ja nicht, wo hier die Dämonischen sind. Ich habe hier so ein kleines Durchsichtsproblem. Weil ich glaube, das bringt hier nichts. Alter! Na gut, war da oben das Reparieren ist ein bisschen schwierig. Da komme ich mich nicht ran. Oh, ich glaube, die. Nee, der ist, hat sich durchgebackt, ne? Ich glaube, der hat sich durchgebackt. Bitte lasst ihn durchgebackt haben. Da kommt der nächste. Die nächsten, meinte ich. Eieieiei. Was habe ich da wohl angestellt? Eieieiei. Dumme Idee. Mit Konsequenzen. Die ich nicht eingeplant habe. Naja. Halt wie immer. Warte mal hier ein bisschen. Alter, vor allem die sind so flink. Die sind flink wie Hulle. Ich hab nicht nachgeladen. Ich hab nicht nachgeladen. So, warte mal. Sprengenderweise. Das war, gleich der nächste. Ich komm doch hier zu ja nichts.
Alter, und wir haben noch nicht mal 12 Uhr. Ja, supi. Es läuft. Alter, der war fast durch. Der ist auch fast durch. Ja, die Reparatur, das dauert aber auch ein, zwei Sekündchen hier. Also ich sag schon mal so, ich glaube, ich werde die Horde ein kleines Stück runterdrehen. Ich muss erstmal nachher gucken, ob ich die nicht schon runtergedreht habe. Bin mir nämlich ja nicht mehr so sicher. Aber Mike, mach das mal weg. Vielleicht kannst du denn ein bisschen besser zielen. Das macht nämlich Sinn. Der wurde ein bisschen gepresst, der Zombie. Ich hab das Gefühl, der funktioniert jetzt besser. Und das kann auch bloß sein, dass ich jetzt eine kleine Ruhephase hab. Aha. Das ist Apokalypse Now. Alles andere ist Kindergarten. mach mal Bums. Naja, gut. Das machen wir nochmal. Bums. 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 Bums, Bums. Bums. Und Falle ra. Ja, ja, ja. Lade nach. Ich sollte mal ab und zu... Gut, dass ich die Lebensenergie mitgenommen habe. Überhaupt nicht. Daran habe ich mir nach vorher gedacht. Na gut, wenigstens kannst du nicht daneben schießen bei denen. Das ist nicht möglich. Treffen ist da garantiert. Ach du Scheiße. So, wie sieht's bei euch aus? Alles in Ordnung? Eher nicht, dass ihr ausfallt. Werd mal nicht ausfallend. Entschuldigung. Ey, wir haben 12 Uhr, Uhr durch. Sprechblockade oder was? Ein paar Mollys. Kann ja nicht schaden. Nicht mich. Löschen. Löschen. Schießen. So, sag mal, was ist mit dir los? Bist du kaputt? Es scheint kaputt zu sein. Es ist kaputt. Gehen Sie aus dem Weg. Aber die sehen schon ein bisschen irgendwie geil aus. Also. Oh. Ach, Scheiße. Das war ja hier so eine Sisyphus-Arbeit hier. Na gut. Jetzt ist er da unten. Der wird schon seinen Job tun. Alter, den habe ich komplett auseinandergenommen. Also Leute, wenn es dir fallen und so, ne? Däumchen, Träumchen nicht vergessen. Das ist aber... Das habe ich mir verdient. Wenn ich das überleben sollte. Und wenn nicht, trotzdem. So. Ja. Guck mal, Sarin. Die Spikes-Mod war schon geil. Also, die überleben schon ein bisschen länger, die Spikes. Bin jetzt an überlegen, ob ich hochrenne. Oh, die Tabletten. Schaffe es noch nicht mal rechtzeitig richtig zu springen. So, warum springt denn überhaupt? Tabletten. Falls doch. Kann ja nicht schaden. Es sollte nicht sein, aber ich, wie gesagt, also lieber es brauchen und nicht haben. Nee, als nicht haben. Nee, brauchen und nicht haben, als haben und nicht brauchen. Ach, ist doch jetzt scheißegal. Mach die Zombies tot und dann ist es gut.
Wo hab ich denn das Water? Das Water ist da. Die fallen einfach so vom Himmel. Aber ich glaube, es war so halbwegs die erste Traube, ne? Also jetzt kommen die irgendwie von hinten oder so. Das war's. Jetzt ist bloß noch gute Munition da. Hihi, geh mal runter, Junge. So, kann ich ja jetzt so erstmal kurz reparieren. Also bis jetzt ist das ja nicht mal so verkehrt. Am Anfang sah das anders aus. Ich brauche einfach bloß mehr Munition. Wie jetzt? Noch mehr? Ja, ganz viel. Ganz viel und ganz doll. Aber dass denen die Granaten nicht antun, das ist ja... Schlimm ist das da. Oh, warte mal. Sind die vielleicht besser? Da lachen die drüber. Da sagen sie sich, oh, hau mal ab mit dem Kinderkram. Alter, und der ganze geile Loot da unten. Und ich komm nicht ran. Hier, nimm mal. Rot war das geile Zeug. Das will ich jetzt hier haben. Ich will eine Staubsauger-Mod haben. Für Loot. Aber der ist sich noch nicht so ernst, wo er hin will. Autsch. Aber sie haben ihre Probleme, da rüberzukommen. Das war eine gute Idee. Erstmal. Wer weiß, vielleicht wären sie schon lange durch gewesen. So, schießt mal hier rum. Ich muss mal kurz hier, ich sehe da nämlich kaputte Gegenstände. Und das darf so nie sein. Was ist hier los? Was suchen sie hier? Das ist Privatgrundstück. Gehen Sie mal weg hier, Sie Zombie. Oder Monster. Aber ich höre nicht zirpen. Und nicht kotzen. Hui, was ist mit dir los? Wahrscheinlich ganz gut. So, wie spät haben wir es? 1 Uhr. Alter Falter, ist immer noch nicht später. Nee, 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 nee. Geh mal weg, Junge. Geh mal weg. Könnt ihr mal kurz? Ich muss mal nachladen. Die alte Nähmaschine wieder unterwegs? Ja, ist sie. Ist sie. Zack, Bums. Kravum. Oh, da kommt schon wieder so ein Grüner. Immer diese Grünen. Die wollen halt mit Gewalt durchsetzen. Sieht man ja wohl hier. Entschuldigung. Oh, da kommt der Nächste. Und da geht der Nächste. Da. Er ist tot. Er ist tot. So. Ich staune bis jetzt. Und der ist doch noch nie tot. Er hat sich bloß totgestellt. Es sind ja ein paar dämonischen Trophäen, also explodierender technischerweise. Aber die Brücke steht noch. Wenn es nicht so wäre, dann hätte man ein Problem. Oh, da sind aber schon ganz schöne Kratzer drin. Ganz schöne Kratzer. Also wie gesagt, ich habe die Lebenspunkte der Spikes erhöht. Durch eine Mod. Steht auch in der Beschreibung drin. Dann haben die quasi dieselben Punkte, wie sie damals auch hatten. Vielleicht ein bisschen mehr. Aber ich glaube, bei dieser Giants ist das ja nicht mal so verkehrt. Alter, lass die bitte nicht von hinten durchkommen. Wie gesagt, wir sind hier die ganze Zeit hier vorne abgelenkt.
Nee, die fräsen sich noch da hinten bei den Spikes durch. Und ich glaube, die Giants sind auch durch. Sag ich jetzt erstmal so. In meinem blinden Leichtsinn. Was sagt denn mein Lebner? Ah, ist halt noch in Ordnung. Alter, das hört sich wirklich an, als ob die sich da durchfräsen. Ich hoffe mal nicht, dass es der Fall ist. Die werden sich einfach bloß an den Spikes abarbeiten. Wenn nicht, dann gehen, wie gesagt, eine Etage höher. Und da ist er wieder. Volle Kalle. Na, bist du oder bist du? Ja, er dreht sich noch, er dreht sich noch. Jetzt löscht er sich. Ja, ja. Cleverer Dude. Das nimmt er gerade mit dem Wasser. Da ist ja Water. Burn, burn, burn. Du dummer Zombie. Ja, dummer Zombie. So ist es mit dir nicht. Mal brennt's nicht. Und jetzt ist es gerade heiß. Wir treten in der heißen Phase. Das ist erst kurz vor 2 Uhr. Holy moly. Das ist nicht gut. Also, munitionstechnischerweise. Immer schön rin. Einmal normal. Pokémon und Söhne machen hier. Ja, 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 ja. Jetzt repariert, 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 repariert. So muss das Sinn. Alles schnicke ganz. Hau mal ab hier. Geh weg. Ihr sollt weg. So geht. Oder ich bin in Nutze Gewalt. Also mache ich ja schon die ganze Zeit, aber eben halt ein bisschen mehr. Boah, ich muss mir nachher die Außenseite richtig angucken. Vor allen Dingen, wie gesagt, die Brücke. Da muss ich ran. Da muss ich ran. Da sind schon ein paar Kratzer drin. Ich sehe das. Ich sehe das. Alter, jetzt kommt der nächste Schwung. So, na gut. Friesemann und Söhne. Nachladen. Oh, nee, doch nicht. Ich muss erstmal Munition wechseln. Schlamiel. Zum Glück habe ich das repariert. Alter, ich sehe nichts. Ich sehe bloß totes Fleisch. Geh runter! Ja, nee, jetzt kommen auch noch die Kotzer. Jetzt bäumen sie sich nochmal richtig auf. So, warte mal. Ich habe keine Munition im Lauf. Ihr sollt warten. Eieiei. Alter, zum Glück habe ich die Schütztürme. Klemo mit und durchziehen. Halten. Ich mag euch. Alter, was hier unten an toten Fleisch liegen tut, ist schon nicht mehr schön. Das ist schon krass. Ich sag mal so, hast du keine Munition, bist du am Arsch. Wie ihr seht, die Granaten bringen bei denen überhaupt nichts. Die lachen drüber. Die denken sich auch, oh, dauert Lüftchen. Okay, so. Ja, springt mal runter.
Aber solange sie versuchen, hier hochzukommen, ist das alles ganz gut. Weil, wie gesagt, die sind groß genug, die könnten... Ach, wir gehen mal von hinten so rein. Ne? Also... Da ist ja bloß ein bisschen Holz und ein bisschen Metall. Statt Stahl. Das könnte man da durchbeißen. Ich kann froh sein, dass sie noch nicht so drauf sind. Feuer. Da ist Feuer. Hinter. Alter, wir haben 2 Uhr. 2 Uhr. Das heißt, wenn bis um 4 Uhr gehen tut, sind noch 2 Stunden. Quasi dasselbe, was wir jetzt gemacht haben. Nochmal. Es ist eine sehr, sehr lange Zeit. Ja, solange unten unsere Mine nicht versiegen tut, sollten wir munitionstechnischerweise ausgleichen können. Aber sonst? Wir haben ja auch eins wie Geld eingesammelt, also zum Glück. So. Geh noch weg. Nicht spucken hier, ja? Das ist Pui Baba. Hat man dir nie beigebracht? Du Lurch. Das war immer noch nicht alles. Ich höre schon die nächste Traube kommen. Schlag mal nach. Und ich repariere mal kurz. Dann halt gleich mal eine Verschnaufpause. Für 5 Sekunden. Also heute ist so richtig mehr so Baller-Action. Tot den Monsters. No scope, no scope. Da siehst du, der Kopf weg. Alle gut. So, Mollys nimmt auch schon ein bisschen ab, war also. Wie viele kommen denn noch? Also, wir haben fast 3 Uhr. Jetzt gehen die Zeit, ein bisschen schneller um. Ich hoffe es. Ich glaube, jetzt kommen sie. Und jetzt bloß von der Seite? Ich weiß es nicht. Ja, kommst du nie durch oder was? Oder wie? Bist du zu groß oder was? Das tut mir aber überhaupt nie leid. Du Spacken. Alter, und das wird nicht wehen, ja. Und die Riesen, die wollen einfach nie abnehmen. Die sind viel zu fett. Alter Falter. Da haben wir aber nächstes Mal Munition zu sammeln. Das sage ich euch. Ein Wauzi! Ja, supi! Schon lange nicht mehr gehabt. Back to the roots. Ne, stopp, 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 stopp. Stopp, 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 stopp. Ich lad mal da. Oh, wir haben aber noch 4000 Schuss. Nicht mehr lange. Da könnt ihr mal kurz hier. Ich bin gerade am Naken. Dankeschön. Ich krauch erstmal runter so. Schöne Ding. Schöne Ding. Mal kurz nachheizen. Ja, der war noch nie so ganz tot, wa? Es sah so aus, der war noch nie so ganz hinnef. Was ist denn mit dem los? Er hat ein paar Probleme gehabt. Ja gut, wenn ich so aussehen würde, hätte ich auch Probleme. Ja, der ist noch nie tot. Ja, jetzt? Nee, ist er noch nicht. Jetzt? Nee, immer noch nicht. Wer ist denn davon werden? Die sind schwer auseinanderzuhalten. Der ist immer noch nicht tot. Ah, jetzt.
Da ist irgendwie einer explodiert. Ah, voluminös, Polizei, Kopf, Dingelzen. Ruhe da unten! Ah, es ist bis um 4 Uhr. So wie es aussehen tut. Naja, gut. Es wurde auch langsam Zeit, wir sind bei Tag 50. Der Welpenschutz ist vorbei. Na gut, wenn man so überlegen tut, wäre eigentlich ja nicht das Problem. Wenn man das ganz normal spielen tut, normale Zombie-Geschwindigkeit, die Zombies stärkemäßig auf normal, wäre das eigentlich immer noch ein ziemlich leichtes Spiel. Aber das wäre zu leicht. Obwohl, jetzt ist schon ein bisschen wieder Beruhigung drin. Ah, die ersten Sekunden mit die Dämonischen waren am schlimmsten. Muss ich sagen. Da war das schon ganz schön auf der Kippe. Aber so ist es ja einfach. Ja, habe ich den erwischt? Naja, die müssen erstmal hier hoch. Aber so ganz schaffen sie noch nicht. Vielleicht der nächste Grüne. Naja, gut, so habe ich immer ein bisschen Zeit zum Reparieren. So ist es schön. Na du? Ich glaube, dass der nächste Kopf explodiert. Normalerweise wären jetzt da unten die Spikes kaputt. Ich weiß auch nicht, was die sich bei der Alpha 20 gedacht haben, aus den Spikes so eine Lulli-Dullis zu machen. Die nichts aushalten. Da pustest du immer dagegen und schon ist ein Kratzer drinne. Ach, kriegst du aber ja keine vernünftige Defense hin. Gut. Auch ein blindes Huhn findet man Korn, wa? Ich hab keine Munition im Lauf. Wir müssen sie ein wenig gedulden. Aber sonst geht das. Ich müsste die mal reparieren. Meinst du? Ich finde, dass das schön flüssig läuft zurzeit. Also. Wir hatten da schon andere Sachen gehabt. Vor allen Dingen, wenn man überlegen tut, wie viele Zombies jetzt gerade hier sind. Wird schon ja nicht so. Ih, du kleine Sau. Was soll denn das? Das war ekelhaft. Also ist das schon besser. Ups. Ups. Oh, das ist ja nicht nachgeladen. Wir haben es gleich geschafft. Und das Schöne ist, ich brauche bis morgen früh nicht durchhalten. Es ist ja morgens. Das freut mich. Gleich mal einen Zünder hinten ranknallen. Bleiben Sie ruhig. Wie Untoter. Sag mal, wie sieht's denn bei euch aus? Alles ganz in Ordnung. Naja, gut. Was durch die Riesen also ein bisschen Schaden nehmen tut, sind eben halt die Foundations hier vorne, ne? Da sagen die auch, da klopp ich, da beiß ich mich durch. Da kenne ich nichts. Nee, nee. Nicht hier explodieren. Ey, das ist 4 Uhr, haut ab. Es ist doch 4 Uhr. Was soll denn das? Ja, und da kommt noch eine Schreierin. Madam, Sie sind hier verkehrt. Kriegt sie erstmal gleich eine Granate reingeschoben. Richtig so. Richtig. Die hat's nicht anders verdient. Da versucht die gerade ein bisschen abzusnacken. So eine feige Kröte. Och, die nächste. Oh, nee.
die jetzt ankommt, tut. Dafür kann ich doch nicht. Das ist Horde. Mädel. Und Dina spielt da durch. Dreht da durch. Ich weiß nicht, ob ich jetzt schon rausziehen sollte, aber ich werde tun. Erstmal hier so ein bisschen rumlunschen. Und von unten gucken, was die angerichtet haben. Ach, da ist er! Die haben sich hier durch. Gut. Ich würde mal sagen, die Horde haben wir überlebt. Ich weiß nicht wie, aber wir haben es überlebt. Ach, wisst ihr was? Wir machen jetzt in die Game Stage. So, also, ich bin jetzt auf Level 192. Die Game Stage ist auf 282. Gekillte Zombies 7846 und es ist geblieben bei 3 Kills. Also, zombie-technischerweise. Ich hab's überlebt. Was soll ich denn damit? War eine erfolgreiche Horde. Bin echt am Überlegen, ob ich das so lasse. Es war stressig, aber es hat Spaß gemacht. Auch bloß eine Munition. Und das ist das, was wir brauchen. Die Granaten können rinnen, das kann rinnen. Ja, gut, die Tabletten habe ich auch nicht gebraucht. Aber wie gesagt, lieber es haben und die denn nicht brauchen, als brauchen und dann scheiße, ich hab's nicht. Aber ich glaube, so rezepttechnischerweise werden wir da nicht kriegen. Und du bist ja schnell kaputt gegangen. Aber ich glaube, du hast auch dann was deinen Beitrag geleistet. Ja, ich bin wieder voll. Habe ich schon mal erwähnt, dass mein Inventar viel zu klein ist? Und ich habe das schon erhöht? Tja, find den Fehler. Das werde ich eh clean machen. So, Schmackofatz, das kommt. Nee, kann hier hin. Oh, Spiel, krieg dich doch mal wieder ein. Die Horden sind doch schon lange vorbei. Ganz cool, Mensch. Ganz cool, man. Ah, jetzt eine Seite. Na gut, so kriegt vielleicht ein oder zwei Patrönchen wieder. Oh, komm mal mit. Jetzt nur auf der anderen Seite. Und dann mache ich Feierabend. Für die Leute, die da sind, die noch da sind und nicht eingeschlafen seid, sind. Ich hoffe, da hat euch gefallen. Aber wie gesagt, wenn es euch gefallen hat, scheichtet mir mit einem Däumchen. Und wenn ihr neu seid, ihr könnt ja auch den Kanal abonnieren. Kostet euch nichts. Und YouTube sieht, oh, das Video können wir noch ein paar anderen Leuten vorschlagen. Ich täte mir gefallen. Mir ist schon wieder voll. Na gut, Leute. Dann würde ich erstmal sagen, bauen Sie rein. Bis morgen. Und dann geht's hier weiter. Ramazamba. Verdammt.